the Konami code. Up, down, down, left, right, left, right, left, right, left, right. BA select. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within. Ich würde schon sagen Assassin's Creed, aber wir sind ja hier bei The Evil Within und ja, wir schauen einfach mal, was jetzt abgeht in diesem neuen Raum. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wo wir sind. Ja, wir haben doch da diese ganzen... Ah genau, da ging diese Türen auf. Genau, ja, das haben wir jetzt, diese mittlere Tür haben wir jetzt geöffnet und da müssen wir jetzt durch und... Hello. Schauen wir mal, was da abgeht und wir schauen uns das jetzt mal an. Ui, Spinnennetze. Genau. Und es schließt sich. Scheiße. Ja. Sieht man gar nicht. Scheiße! Nein, das Mikro sieht man nicht. Nein! Ich überlege hier, meine Mikrospinne ist auch gerissen, ey. Wie? Band richtig kaputt, ja, oder? Ja, an der einen Seite, egal. Achtung, der Typ kommt. Das finde ich schon wichtig. Ja gut, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Wir können ja nichts machen. Okay, wir konnten nichts machen, gut. Sauberer Schnitt. Gerade durch. Ich habe schon wieder den Namen von dem Typ vergessen. Der Onkel Doktor, kein Heilmittel mehr. Scheiß drauf. Rick, genau. Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Junge. Was? Ludwig. Ich mach voll, bist du gestört, Alter. Gucke mir hier. Genau, guck mir das mal. Oh. Das erzählt ja da irgendwelche Schweine. Lecker! Wie so ein, keine Ahnung, irgendwie erinnert er mich voll an Stephen Hawking, keine Ahnung. Ach du Scheiße. Das ist jetzt keine Beleidigung. Aber irgendwie so ein kleines Kind, was schon so richtig hochbegabt ist. Und irgendwie, ja. Keine Ahnung. Verrückte Mongo. Kranker Shit, Alter. Ohne Scheiß. Ich würde mir so behindert vorkommen, wenn ich dieser Typ wäre. Ohne Scheiß. Wieso? Ich würd mir vorkommen, achso, wie der. Alter. Stimmt, ja. Und? Jetzt? Und die Spannung. Oh. Feine Boss, nein. What the fuck? Boah, Mann. Was geht denn jetzt ab? Bosskampf, oder? Ist wahrscheinlich Bosskampf. Junge, wir sind bald fertig. Ja, Spaß. Shot. Nein, Sniper, okay. Der hat doch gerade geschrien, oder? Jo. Bosskampf. Tot. Geil. Hinter uns vielleicht? Der baut's wahrscheinlich wieder auf, ja, oder so. Ja, da ist er schon wieder. Ey, da ist er ja, der Lambada. Hä? Ist er schon wieder down? Ich weiß immer nicht, ob wir den getroffen haben oder nicht. Was passiert, wenn ich so weiter? Keine Ahnung. Kontrollpunkt. Hä? Yo. Hä, ich hab das jetzt gerade nicht so ganz verstanden, wofür ich auch nicht. Okay, lol. Alter, ist ein kranker Shit. Okay, wir dürfen das nicht auslösen, auf keinsten, Alter. Alter, das kommt schon langsam runter. Nicht auslösen, scheiß auf die Flasche da rechts. Wir haben eh genug. Das ist eh nur so ein mickriges Ding. Oh! Nee, scheiß drauf. Wir hatten Kontrollpunkt. Ja, genau, genau. Da waren noch ein paar Explosionsbolzen und alles, habe ich gesehen. Ja, schaffen wir wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, wir haben eh volle Explosionsbolzen. Glaube ich zumindest. Einfach weiterrennen, oder? Sorry Leute, wir sind schon wieder so richtig down. Fertig, Alter. Wie war eigentlich deine letzte Theoriestunde oder? Ach so, die eigentlich? Richtig chillig. Die hat ja schon am Freitag. Ja. Und Achtung. Ja, war so. Das auch richtig chillig jetzt. Komm, gehen wir uns dann noch. Ja. Scheint sehr langsam runter zu gehen. Achso, ja, hast du jetzt eine geschenkt bekommen, eine Fahrstunde? Nee, glaub nicht. Keine Ahnung. Okay. Nicht. Gab's jemand besseren? Wahrscheinlich. Weil, Leute, ihr müsst wissen, ich hab letzten Freitag eine Fahrstunde geschenkt bekommen. Und zwar hat der Dings uns der Fahrlehrer uns so einen Fragebogen ausgeteilt und vorher meinte er halt noch so, ja, derjenige, der jetzt 10 Punkte oder weniger Fehlerpunkte erreicht, kriegt eine Fahrstunde geschenkt. Und ich mit meinen 6 Punkten krieg natürlich eine richtig, richtig nice. Okay. Wie kommt man da jetzt am besten durch? Da links? Ganz ja, Seite. Ach komm, holen wir uns das eben noch. Hab ich das Gefühl, dass wir gerade... Das ist voll, also alles voll.
Minutes. Yo. Ich würde mal schon so ein bisschen mehr kommen, dann wieder an die rechte Seite. Ey, das ist eigentlich nur rechts nach links laufen. Ja, genau. Alter. Mega behindert. Lol. So. Ah, das ging ja schnell. Schon bitter, dass wir da gefailt haben jetzt gerade. Ja, passiert. Gib dir die Tossi. What's going on? Alter. Alter. Junge. Wie krank Alter, er kommt auf so einen Scheiß. Echt mal, ohne Scheiß, da frage ich mich auch mal, welche Entwickler sind so krank, so gestört, Alter. Alter, die Puppe kann laufen, kann das... Nee, doch nicht. Hab ich mir gerade ausgedacht. Kontrollpunkt. Profil, was heißt das, ja? Zerfetzt die mal. Gut gemacht. Mit Gedanken. Meine Aura. Lol. Yo. Ah, jo. Opfer, was willst du machen? Oh, der kommt jetzt hier durch. Junge, Alter, der Typ kann... Lauf da lang, lauf da lang. Oh, scheiße, der Bot. Lol, hat er uns? Ich stand gerade in dem. Hä, was hat der gesagt? Warum hast du uns der hat irgendwas gesagt. Warum hast du mir das angetan? Junge, wie krass war das gesagt? Ach du Scheiße. Kranker Shit, Alter, dieses Spiel ist so gestört, bekommen. Ey. Junge. Oh, Mann. Ja, Mann, wieso bist du down? Ich bin einfach müde. Lauf einfach weiter, scheiß einfach auf den Typ, lauf einfach weiter. Ja, rechts, Venus. Bombe ist da. What? Schieß auf die Schloss, schieß auf. Oh fuck. Na, jetzt nehme ich doch die... Oder ich baller den erstmal um und dann... Jo, wahrscheinlich. Schieß auf das Schloss. Auf welches Schloss? Das da hängt. Warte. Wo? Achso, oh, perfekt. Hä, wie sollen wir das denn machen? Der Typ steht da die ganze Zeit wieder auf, Alter. Alter, der Typ jetzt irgendwas... Fuck. Nimm die normale Piste, ich glaube, es reicht auch. Ja, jetzt lauf vorbei, ja. Schnell. Boah, jetzt. Verdammt. Egal. Alter, was ist nicht so Schloss? Warte, ich warte erst darauf, dass der hier... Ich hab den gerade irgendwie... Hä, hey, ich hab den noch gerade umgebracht. Ja, aber der bleibt ja dann trotzdem, kriegst trotzdem Schaden, glaube ich. Oh fuck, Leute, hinter uns. Alter. Hä, hey, was machen wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung, Alter. Gib dir erstmal eine Spritze. Oder Medikit, genau. Boom, direkt voll. Na fuck, ey. Wie lame, Alter, nein, dass er uns instant killen kann. Scheiße. Oh, Junge. Ah, kacke. Das geht jetzt wahrscheinlich die ganze Folge so. Gerade jetzt, wo man so richtig fertig ist, Alter. Ja. Wo man nicht mal so irgendwie so die Konzentration hat irgendwie. Überhaupt nicht. Richtig. Na, schon wussten wir. Oder direkt die Pistole, weil die ist einfach. Und direkt weiter. Und jetzt wissen wir ja, was wir zu tun haben. Jetzt gerade. Ja, schieß. Genau, geradeaus. Scheiß auf das ganze Zeug, was da kommt. Ja, läuft bei uns. Ah fuck, der ist ja, gleich wieder. Ja, jetzt wieder zurück. Lauf an die vorbei, schnell. Fuck! Ich warte darauf, dass der hier reinkommt. Wahrscheinlich, ja. Soll ich jetzt schon ballern? Oh, warte. Jetzt, und jetzt hinter dir ist ein Schloss, hinter dir ist ein Schloss. Fuck! Nein! Junge, der läuft ja selbst weiter, wenn er tot ja. ist, Mann. Das geht doch mega auf den Sack, Alter. Mega lame. Mother of God. Geh einfach, schieß einfach direkt aufs Schloss und lauf weiter. Geht ja. am besten. Einfach den Typ, das Beste ist, wenn man den Typ einfach komplett in Ruhe lässt. Und auch alles, was man so sammeln kann. Ja, toll. Nobody cares. Boom. Ah fuck, jetzt musst du erst Pause machen, oder? Oh, Idiot. Ah fuck. Dieser blöde Idiot, ey. Als würde man dann normal Pause Nein! machen. Nein! In so einer Scheiße hätte ich so... Scheiße. Ich hätte so unendlich Ausdauer, wenn ich in so einer Situation wäre. Ja, ich auch. Durch das ganze Adrenalin. Ja, echt mal. Ich kenne ja inzwischen das Spiel und da ist sowas natürlich nicht möglich, ne? Großer Bullshit. Pimmel. Verdammten Welt. Alter, sowas ist einfach nur... Das ist so... Lame. Ja, wir schaffen das. Drückt uns die Daumen. Ja, nobody cares. Nicht so viel sprinten. Jetzt geht er zurück. Komm, der kommt. Ja, genau. Links.
jetzt direkt schießen. Schieß auf das Schloss. Okay. Ja, ich wusste gerade nicht, wen du meinst. Ob jetzt auf den Dings. Alter, rechts. Achtung, nicht in die Fallen reinlaufen. Fuck. Lauf weiter, rechts. Yo! Lauf! Warte, jetzt baller ich den ab. Ja, lauf weiter. Wo? Verkackt. Na okay, jetzt sterben wir wahrscheinlich. Aber wo lang sollen wir denn? Jetzt, lauf da, komm schon, wir müssen es schaffen. Nein. Schieß! Jetzt auch noch verfehlt, genau. Lauf. Verkackter Scheiß. Komm, geh zu, du Scheißtor. Kontrollpunkt bitte. Die Seiten gehen zu. Ja. Hä, der kommt immer noch. Hä? Sind wir jetzt tot? Hatten wir Kontrollpunkt? Nee, eben nicht. Warte, das kann nicht sein, oder? Mega lame, Alter. Wofür geht es denn zu, wenn er dann immer noch weitergeht? Alter, what the fuck? Bitte nicht, oder? Oh, Leco Mio, oh, das ist so mega Game, behindert, Alter. So ein Bullshit. Das ist so lame, wenn man einfach versucht, den Spieler zum nervlichen Absturz zu bringen. Das ist so für den Arsch einfach. Ich hab gar keinen Bock, ey. Was ein Scheiß. Achtung, du musst auf deine Ausdauer achten. Ui, danke. Lauf. Links. Nicht reinlaufen, genau. Links. Ah, Junge! Ich bin sogar extra. Egal, wir schaffen das. Nicht stehen bleiben, du Fotze. Ah, jo! Kacke. Jetzt da vorne rechts. Jetzt komm schon. Weil ich jetzt lauf. Hier ist einfach direkt. Gib dir nochmal eine Dröhnung. Gib dir nochmal eine Dröhnung. Mit der Spritze. Na, scheiße, Alter. Leute, ich glaube. Keine Chance. Verkackt. Na, kacke, ey. Mann! Ich probier's mal, okay? Ja, Alter, mach das. Alter. Scheiße. Dreckskacke da, Alter. Ah, Leute. Ah. Scheiße. Ah. So. Steck dich ein. Ja, vielleicht liegt's auch einfach an mir, ey. Vielleicht bist du einfach fertig. Warte, ja, ich muss mal eben hier ein bisschen... Ich bin zu wenig gepennt heute, definitiv. Und dann noch Schule. Mal runterstellen, so. Oh, das geht nicht gut. So. Achso, hier ging's dann noch gar nicht durch. Oh, fuck, ey. Ah fuck, ich hab die erstmal schon gar nicht mehr ausgerüstet, geil. Erstmal Knarre, zack. Kannst du auch gleich das Medikit geben, solange du halt noch Zeit hast. Ja, schauen wir mal. Obwohl das letzten Endes auch schon egal ist. Oh, du schaffst es direkt. Nee, stark, ne. Mal schauen. Und jetzt musst du aufpassen, weil die Sicht wechselt. Okay, ich lauf. Hier hat man dann immer so mega unendliche Ausdauer in solchen Situationen. So mega lame. Oh Junge, das war ja jetzt gerade so knapp. Ja, aber nur weil ich mir diese ganzen Dinger irgendwie gemerkt habe. Ich glaube, sonst hätte ich das nicht hingekriegt. So. Jetzt sind wir wieder hier. Blöder Slut, Alter. Oh, Mann. Unglaublich. Wenn man müde ist, dann ist man einfach direkt... 100% weniger konzentriert, das ist so schlimm, ey. Wie in der Fahrschule. Unglaublich. Oh. Wann hast denn du eigentlich deine erste Fahrstunde oder hattest du schon? Erst später. Okay. Also ich hatte noch Warum gar nicht. Warum leckt es gerade so? Es fang wahrscheinlich auch erst so März an. Oh, wir gehen wieder nach draußen. Also relativ spät, oh, weil ich ja auch erst im Juni Geburtstag habe. Ach so. Und alles andere wird sich halt nicht lohnen. Ja, deswegen muss ich halt noch warten. Theoretisch hätte es sich auch gelohnt, wenn ich jetzt den Theoriekurs in den Osterferien gemacht hätte. Mhm. Aber so habe ich das halt hinter mir. Außerdem steht dann auch noch in den Osterferien, beziehungsweise vor den Osterferien, Praktikum bevor. Und boah, sieht das geil aus. Osterferien müsste ich halt Praktikumsbericht schreiben. Da bleibt halt keine Zeit für Fahrstunde oder wie auch immer. Aber es geht voll easy. Du hast eine Stunde Fahrstunde und dann kannst du... wieder chillen. Ja. Geht, also bei uns geht es immer nur so eine Stunde, fährst du dann und dann... Ja genau, dreiviertel Stunde oder so. Ja genau. Oh, leck das hier, das ist immer mega unnormal. Warum? Wir holen uns erstmal hier den Crimscrams. Kannst hier schon wieder durch alles durchlaufen, Alter, das ist so bitter. Da ist eine Bottle. Da war eine Bottle. Oh ja. Wieso werden die denn auf einmal kleiner?
Hier haben wir, wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten. Noch genug. Das laggt irgendwie so voll krank. Ich glaube, ich muss langsam mal irgendwie anfangen, diese ganzen Teile auf die externe Festplatte zu schieben. Aber daran kann es ja nicht. Doch, weil meine Festplatte schon fast voll ist. Ich habe jetzt schon ungefähr 80 GB an normalen Aufnahmen, die schon gerendert sind und alles. Nee. Nur von The Evil Within, und dann kommen noch ungefähr 40 GB Aber kann ja nicht sein, dass Creed. Dann auf einmal die Festplatte dadurch langsamer wird, oder? Ja, halt voller. Weil das sind ja auch nochmal ordentlich Strapazierungen. Ja. Das ist ja auch nochmal ziemlich groß. Also, vielleicht machen wir auch nur 20 Minuten Part und dann ziehe ich das heute einfach mal rüber. Ich weiß, dass du da bist. Bevor dann am Ende die Aufnahme zu, ich wenn ich Zeit, Dings hat. Yo. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Oh mein Gott. Wem das Land wirklich gehört. So ist Rubik also gestorben wahrscheinlich. Oh. Spring runter. Komm schon. Spring. Sie will ihn auffangen, er springt also runter. So ist also Rubik gestorben. Alter Junge. Hey, ich glaube, da sind Kinder drin. Na egal. Ich hab nichts gehört. Arschloch, was ein Wichser, Alter. Yo! Ja geil, das brennt bei uns auch, oder wie? Na super. Ist da jemand? Öffnet die Tür! Da! Proben! 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 Bitte! Du musst klettern! Alter! Ja. Alter, wie gestört! Wie ich mir das vorstelle, wie krank das ist. Das Komische ist, dass die. Das Komische ist ja eigentlich, dass diese Scheune immer noch steht anscheinend. Du musst es halt nochmal durchleben. Ja, aber im Grunde genommen, wenn wir jetzt hier sind und die Scheune immer noch steht, weil die war ja eigentlich abgebrannt im Grunde genommen, ja. Aber das ist ja eh keine reale Welt, ja, in der wir sind. Ist ja eigentlich alles. Stimmt auch wieder. Was kann ich denn jetzt hier machen? Was bringt mir das denn jetzt? Ich gar nicht. Hä? Ich könnte doch auch warten, oder? Ich glaube nicht, dass die nach einer bestimmten Zeit einfach zusammenfällt. Glaube ich auch so nicht. So viel Mühe können die sich nicht gegeben haben. Nee. Ah, hier ist eine Leiter. Und da kommen wir auch nicht dran, oder? Nee, ich dachte, vielleicht können wir die runterschießen, aber... Irgendwas vielleicht muss man da mal... haben, oder? Ja, irgendwas muss es doch bringen. Mysteriös. Hä? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. What should we do? Oh, hier ist noch was. Oh. Ja, läuft bei uns. Ah, gut. Logisch. Ah, ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Wir müssen uns hier drauf stellen. Und dann... Bam, Junge! Genau, ja, genau. Spring da drüber. Ein bisschen Parkour. Ja. Und dann ziehen wir mal ab. Ja, ist relativ einfach. Ja. LOL! Alter. Ich glaube, das Spiel stelle ich mir in 3D auch richtig geil vor. Das soll krank sein. Alter. Oh, was macht der Wichser denn schon wieder hier? Geh mir nicht auf den Sack. Yo, am Arsch, Alter. Yo! Bastard. Krass. Du musst jetzt nochmal fliegen quasi, oder? Ja, aber wohin? Jetzt auf einmal ist hier überall Munition und alles. Ja, was sollst du denn sonst machen? Fuck! Ja. Mann! Du hast uns das angetan. Ich bin nur ein Idiot, der hier raus will. Halt mal ich Maul. Ich schnauze. Echt mal, ey. Ja. Alter. Dieser, Alter, die schaffen es einfach jedes Mal wieder Charaktere reinzubringen, die einen noch mehr abfucken. Ja, aber sehr kreativ alles. Ja. Muss man. Welcher Psycho hat sich die Scheiße ausgedacht? Eine Granate. Bam. Obwohl das auch nichts bringt. Sind wir down? Boah. Ja. Was? Alter, ich sehe nichts. Oh, verpiss dich! Drecks, Hurensohn.
Bastarde. Boah, und dann kommt noch einer. Wir kommen einfach jedes Mal wieder neue dazu. Ich glaube, wir müssen hier Schrotze nehmen. Ich glaube, die Granate wäre, glaube ich, echt eine gute Option. Und kommt gleich noch einer, oder? Der Mongos, ja. Oh, jetzt ist der Wichser wieder da. Ja, genau, und dann... Alter. Geh weg schnell. Ja, ich versuch's. Okay, warte. Ui, Junge, hast du es geschafft? Ich weiß nicht, die Musik hat aufgehört. Fuck, der kommt. Ich glaube. Nope, ich hab's noch nicht geschafft. Ja, Alter! Boah. Deine Mutter zeigt mir, was Schmerzen sind. Oder geh näher dran, dann ist die Wirkung größer. Toll, Junge. Okay, irgendwas geht hier gerade dermaßen in den Arsch. Okay, es hat funktioniert. Nein, nicht in den Glimmer, Mann. Den wollte ich noch aufsammeln. Was passiert jetzt? Was ist denn hier auf? Das ist Rubik wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich hab nichts damit zu tun. Nein, hab ich nicht. Ich bin Sebastian Castellanos. Ich hab 2003 meinen Abschluss in Polizeiberuf gemacht. Oh, wir haben ein ganzes Kapitel jetzt bestimmt, oder? Oh, nee, doch nicht. Schade. Aber ich würde mal schätzen, dass wir... Lass uns einfach nochmal hier langlaufen, mal schauen, was passiert. Das bald haben oder so. Ja. Wirst du zu schwach. Meine Kinder, ich will... Beatrice, wir haben das doch besprochen. Aha. Haben wir das? Ich bin ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ob wir das haben. Hm. Okay, was haben wir hier? Na, warte mal, hier waren wir doch vorhin schon mal, oder? Da solltest du mal dein Zimmer einrichten sollen. So oldschool. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Da geht's nicht weiter. It's closed up, man. Hier kann ich mich ver... Ne, kann ich doch nicht. Nö. Hallo. Guten Tag. Oh nein, oh nein. Kann nichts Gutes bedeuten. Aber ist das Kapitel geschafft? Zu Ende? Oh, Kapitel 9 überlebt. Spiel speichern. LOL. Annehmen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, warum Ruvik so scheiße drauf ist und warum er so... Ja. So tot ist. Boom. Er wurde verbrannt. Aber ich weiß nicht, ob es schlimmer ist, als vergast zu werden oder irgendwie durch eine Verbrennung zu sterben. Das ist beides scheiße. Beides scheiße. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bevor wir hier runtergehen, machen wir einen Cut, weil wir nämlich asoziale Schweine sind. Genau. Was da unten passieren würde, das sehen wir natürlich dann im nächsten Part und haut dann rein. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, Leute. Bis dann. Tschüss.